Burger, Pommes, Nuggets, Go und damit hallo zu diesem neuen Video. Und heute war ich mal bei BoboQ. Ne? Erstmal kleine Vorgeschichte. Ich habe in den letzten Tagen, je nachdem wann ihr das Video seht, von mir aus jetzt gerade gestern, vielleicht seht ihr es sogar jetzt heute schon, je nachdem, ein Video hochgeladen, in dem ich Bubble Tea getestet habe. Und zwar mit Lemon und mit so kleinen Kirsch Bubbles, ich weiß nicht, wie die sich genau nennen. Ich habe bisher in meinem Leben schon ein paar Mal Bubble Tea getrunken, so Frucht-Bubble Tea, ne? Allerdings habe ich die nie bei einer Kette wie BoboQ oder so getrunken, sondern immer bei so, ja, so Bubble Tea-Ständen, die auch nebenbei so ein paar Sachen, ein paar Snacks oder Nudeln zum Beispiel, so gebratene Nudeln verkaufen oder so und zusätzlich halt Bubble Tea verkaufen. So, ich komme aber aus Berlin und in Berlin gibt es halt einfach einen Haufen an Ketten wie BoboQ und ja, also ganz viele Bubble Tea Geschäfte. Ne? Und ja, heute war ich mal bei BoboQ und habe mir gedacht, ich teste mal was Neues. Ja? Und zwar kein Frucht Bubble Tea, sondern ich mache heute mal ein Video, in dem ich Pearl Milk Tea trinke und das auch zum ersten Mal. Pearl Milk Tea ist quasi schwarzer Tee, in meinem Fall jetzt gerade schwarzer Tee mit Milch und mit so kleinen Kugeln. Tapioca ist das. Tapioca-Kugeln sind das. Und ja, ich habe 3,60 Euro dafür bezahlt für einen halben Liter. Ein halber Liter soll es sein, meines Erachtens. Ich bin mal gespannt, weil schwarzer Tee mit Milch. Ich glaube, es wird sehr außergewöhnlich sein, aber ich bin mal gespannt. Man bekommt bei BoboQ, 3,60 Euro habe ich bezahlt. Und man bekommt hier unten bestehen auch nochmal die ganzen Geschäfte, die es gibt. Hier steht auch nochmal, für jedes Getränk erhalten Sie einen Stempel. Sammeln Sie 10 Treuepunkte und erhalten Sie einen 500 ml Getränk gratis. Also so eins würde ich kostenlos bekommen, wenn ich jetzt 10 Mal bei BoboQ bin und 10 Getränke kaufe. Okay, wenn man sich überlegt, dass das 3,60 Euro kostet, also einen halben Liter Becher, wie viel man da hingehen muss. Aber ich finde es eigentlich eine coole Sache so. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, ob und wie es mir schmeckt. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Ja. Wie gesagt, der Preis, ich finde den schon ordentlich, ist aber schön kalt. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon Bubble Tea getrunken habt. Und wenn ihr es vielleicht auch aktiv trinkt, welche Bubble Tea Richtung trinkt ihr? So, ich probiere mal. Ja, zack, da ist der Strohhalm drin. Und ja, let's go. Oh. Ich trinke gerade erstaunlicherweise eigentlich zum ersten Mal Bubble Tea mit Milch, meines Erachtens. Ich mag ja Schwarztee ganz gerne. Aber in der Kombination mit Milch und diese Tapioca-Kugeln, die sind halt auch komplett anders. Ne? Das sind jetzt nicht diese Bubble-Teile, die man sonst von Bubble Tea kennt, wo so Sirup drin ist, also so eine Flüssigkeit, und dann kommt da so irgendwie nochmal eine Geschmacksrichtung raus, so wie bei mir gestern. Schaut das Video, wie gesagt, unbedingt an, auf dem i, einfach einmal raufklicken und dann auf dem i gucken, wo die so platzen und dann kommt eine Geschmacksrichtung raus, wie bei mir Kirsche gestern, sondern hier ist es, die sind wirklich so sehr, ja, irgendwie voll komisch, so matschig und auch ohne Inhalt, also so ein bisschen glibberig. Ja, glibberig trifft's. Glibberig und sehr weich. Aber irgendwie finde ich es geil. Also ich hätte mir so gedacht, weil es gab so ein paar YouTuber und auch YouTuberinnen, die das schon getrunken haben und also so Mukbangs gemacht haben, wie sie 4 Liter davon trinken oder sowas. Oder auch probieren oder alle möglichen aus Berlin oder Hamburg oder wo auch immer testen, probieren und dann sagen, wo gibt es den besten Perlentee. Und ich habe da richtig Lust drauf bekommen. Allerdings dachte ich so, okay, entweder werde ich es wirklich gerne mögen oder ich werde sagen, okay, es ist okay, so zum nebenbei trinken, oder ich werde es richtig eklig finden. Oder so mittel eklig, ne?
Aber ich finde es tatsächlich echt interessant. Also dieser Schwarztee mit Milch. Gerade im Sommer, da habe ich bestimmt richtig Lust drauf. Also, ich denke, es ist nicht jedermanns Sache. So jedem das seine, aber ich finde. Ich finde die Mischung mit dem Schwarztee und der Milch echt irgendwie ganz lecker. Ja, es hat schon was, es hat schon was. Also auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten, 10 ist gut, 1 ist schlecht, gebe ich dem Perlenmilchtee von Boboque. Boah, das ist schwer. 7,5 von 10 Punkten. Also echt schlecht. Ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass ich mir den nochmal hole. Gerade wo ich doch jetzt meine 10 Boboque-Stempel haben möchte. Nein, aber das Ganze ist ja auch keine Werbung. Nochmal ganz kurz zum Logo von Boboque. Das ist nämlich dieser kleine Becher, dieser Bubble Tea Becher, sage ich mal. Was mich früher immer so ein bisschen an Dönerspieß erinnert hat, wenn man den Strohhalm da oben wegnimmt. Oder wenn man es so hat quasi und hier unten noch so einen kleinen Strohhalm reinmachen würde, wäre es doch fast ein Döner, oder nicht? So ein Dönerspieß, so ein Kebabspieß. Ja, ich finde Boboque klingt ganz cool und ja, ich war wie gesagt sonst immer so ein, ich habe auch nie was anderes probiert, so ein Frucht-Bubble-Tea-Trinker, aber ich finde das auch nicht schlecht. Also ich finde es okay, ich finde es ganz spannend. Der Preis ist halt wie gesagt ein bisschen teuer, meiner Meinung nach, aber gut. Ich meine, im Sommer ist das schon ganz praktisch, denke ich. Ja, dann war es das schon mit dem Video. Wie gesagt, das schmeckt so ein bisschen wie Kaffee, also nicht so wirklich. Ihr dürft jetzt nicht da rangehen und sagen, ich gehe davon aus, dass es jetzt nach Kaffee schmeckt. Das nicht. Es schmeckt schon irgendwie so ein bisschen dünn, ne? Weil es ist ja quasi Milch mit Tee gemischt, ne? So geshakt, wie auch immer. Ich finde es voll interessant. Also 7 von 10 Punkten, 7,5 von 10 Punkten. Trifft es meiner Meinung nach schon. Das Ganze ist ja auch immer Geschmackssache. Schreibt mir mal unbedingt eure Meinung dazu in die Kommentare. Auch wenn ihr es noch nicht probiert habt, ob ihr der Meinung seid, dass ihr der Typ dafür wärt oder nicht so. Also das würde mich echt mal mega interessieren. Dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder. Hashtag FastFoodArmy. Ich würde mich by the way auch sehr freuen, wenn du mir ein Abo dalässt mit einer Glocke. Ich mache nämlich derzeit, bis ich die 6000 Abos habe, jeden Tag ein Video. Und ja, es würde mich einfach mega freuen, wenn du abonnierst und auch an alle, die schon abonniert haben oder jetzt abonniert haben in diesem Moment und natürlich auch schon geliked haben, teilt das Video unbedingt. Einfach mal auf WhatsApp oder Instagram oder wo auch immer. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Hashtag FastFoodArmy forever. Ciao.